Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wetten, dass? Nein, Spaß, natürlich nicht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Best Boys. Heute in dieser Ausgabe zeigen wir euch ein neues Smartphone. Das kommt aus dem Hause HTC und das nennt sich Snap. Das ist das hier abgebildet. Die Verpackung lege ich mal so zur Seite, denn da war großartig nicht viel drin, was ich euch zeigen kann. USB-Kabel, ganz normal, wie ihr es von eurem PC aus kennt. Und natürlich kein Micro-USB-Kabel, denn das Telefon ist noch von der alten Generation. Da hat HTC immer noch den proprietären Anschluss benutzt. Das war das HTC XD-USB 11-poliger Anschluss. Den legen wir zur Seite, der dient als Aufladekabel. Dann haben wir solche Puschel dabei für Kopfhörer, die ihr aufsetzen könnt. Und die Kopfhörer sehen dann so aus quasi. Haben so einen coolen, so einen Lack drauf, so ein Finishing drauf und machen einen guten Eindruck. Bedienen kann man die hierüber über so einen Button, Telefonannahme und Auflegen, sowie insgesamt Lautstärkeregelung und hier ist ein Mikrofon. Sieht ganz gut aus, wirkt so ein bisschen metallisch, schwarz. Und auch kein 3,5mm Anschluss, sondern auch wieder diesen XD-USB Anschluss. Und damit ihr das hier natürlich aufladen könnt, gibt es so einen Adapter und so ein Modul. Und hier könnt ihr dann halt diesen USB-Kabel, der mitgeliefert ist, einlegen und alles steuern. Sehr, sehr wichtig ist ja nicht nur das Zubehör, sondern auch das Telefon an sich. Das ist das HTC Snap. Ist ein Smartphone mit Windows Mobile 6.5 und eine Quertastatur. Hat kein Touchscreen, also Windows Mobile ohne Touchscreen. Kurz zu den Dimensionen. Wir haben hier 117, ich hoffe mal, jetzt seht ihr das, genau. 117 mm ist das hoch insgesamt. Es ist sensationell breit, 62 mm breit und dick ist es insgesamt fast überall gleich, 12 mm. Akku habe ich schon mal reingelegt, ich zeige schon mal den Aufbau von der Rückseite, indem ich hier den Deckel entferne. Ja, das ist hier der Deckel. Dann haben wir hier einen Akku mit 1500 mAh, das ist ein legendärer Akku von HTC, der wird heutzutage nicht mehr so großartig verbaut. Der hat echt viel drauf, ziemlich viel Performance. Ja, also 1500 mAh Akku haben wir hier. Darunter haben wir hier unsere SIM-Karten-Slot, den man ohne bedingten Akku rausnehmen muss, einfach einlegen kann. Hier unten ist die Speicherkarte und so sieht die Rückseite aus. Ich mache das mal wieder hier zu, einfach zuknacksen. Kurz zu dem Aufbau an sich vom Telefon. Wir haben hier oben unseren Lautsprecher. Das sieht man so ganz, ganz deutlich hier. Hier nebenan ist noch eine LED, was dann blinkt, zum Beispiel bei Ereignissen. Dann haben wir einen winzigen 2,4 Zoll Display. Das ist dann Beginn von hier bis hier. Und die Auflösung ist nicht wie anders erwartet QVGA. Das heißt 320 Pixel in der Breite und 240 Pixel in der Höhe. Was dann eigentlich für das Telefon normal sein sollte. Was eigentlich schon zu wenig ist. Unter dem Display haben wir eine ganz gute Metallverarbeitung hier. Sieht wie gebürstetes Metall aus. Darunter haben wir mehrere Tasten, die sind alle rund gehalten. Wir haben eine Telefontaste, eine primäre Bestätigungstaste, hier zum Beispiel, eine Home-Taste. Dann haben wir einen Trackball, der geht dann wirklich in alle Richtungen und man kann auch drauf drücken. Und dann ist auf jeden Fall ein Ereignis da. Dann haben wir eine Return-Taste für zurück aus Menü, eine sekundäre Taste und eine Telefonauflegtaste. Und darunter ist nämlich wirklich ziemlich viel Platzverbrauch, nämlich die ganze Quertastatur. Das ist wirklich in primär das Weiße, also alles, was ihr drückt, wird als Weißes erstmal gedrückt. Seid ihr zum Beispiel in einem Modus, wo ihr nicht zum Beispiel Q drücken könnt, dann wird immer das genommen, was alternativ da ist, zum Beispiel Tastensperre. Und es gibt auch sowas wie Orange, das ist dann hier, das geht dann mit der Fn-Taste, Fn für Function. Und wenn ihr die zum Beispiel drückt, wenn ihr zum Beispiel 5 drücken wollt, dann drückt ihr Function und 5 und dann hat man das auf jeden Fall so schon mal drin. Ja, das ist die Tastatur, recht einfach zu verstehen. Neben der Tastatur, neben Buchstaben und Ziffern haben wir auch noch Hot-Tasten oder Hot-Buttons, wie zum Beispiel eine SMS und wie schon zeigt der Tastensperre, Vibrationsalarm, dann Messenger und diese grüne Taste hier, die nennt sich Inner Cycle. Was genau es damit auf sich hat, sage ich später. Ja, das Telefon ansonsten von der Technik hat GPRS, Edge 3G, HSPA, WLAN und natürlich AGPS. Das soweit von der Technik. So, unter dem Telefon steckt ein 528 MHz Prozessor von Qualcomm.
Und das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. So sieht die Ausgangsanzeige aus. Ich habe schon mal alles hochgefahren, habe mich schon mal angemeldet mit meinem Microsoft Exchange Account, sodass ich Kontakte und alles schon da habe, was ich euch dann vorführen kann. Wir beginnen mit der Ausgangsanzeige, nämlich ich steuere eigentlich, die meisten von euch kennen Windows Mobile ja, man versucht immer halt über den Touchscreen zu drücken, geht aber leider wie gesagt nicht. Alles steuere ich über diese Eingabe hier und es läuft auch relativ schnell, der 528 MHz Prozessor kann das gut schnell verarbeiten. Beginnen tun wir alles mit der Uhrzeit, Netz, Datum und wenn ich runtergehe, sehe ich Termine, die jetzt anstehen. Ich kann nach links und rechts scrollen, neuen Termin erstellen oder kommende Termine sehen. Auf der dritten Fläche hier habe ich hier dann Anrufe, Nachrichten, Visual Mailbox ist direkt nicht, aber man sieht zum Beispiel, wie viele Mailbox-Nachrichten da sind, SMS und Mediennachrichten und also alles das, was man wissen muss. Einmal weiter runtergehen, dann finden wir hier noch neue Nachricht erstellen, was seltsamerweise auch über die Taste hier unten klappt. E-Mails wieder nochmal doppelt gemoppelt. Und natürlich haben wir unser Wetter hier. Ich habe jetzt Hamburg eingerichtet. Ich kann auch direkt auf eine 5-Tage-Ansicht klicken, indem ich hier die Taste hier drücke. Und dann sehe ich Hamburg. Ah ja, okay, da brauche ich schon mal nicht rauszugehen. Ja, und dann haben wir natürlich das Internet als Hotweb. Ich habe meine Bookmarks, die ich häufiger besuche, wie Wikipedia, Spiegel Online, Flickr und so weiter. Also schon die individuellen Möglichkeiten. Der Music Player ist hier direkt, damit ich schnell Zugriff habe. Erste Schritte brauche ich jetzt nicht, irgendwie E-Mail einrichten oder ähnliches. Und natürlich Profil, ich kann sofort auf andere Profile schalten, ich kann Kommunikationsmanager öffnen. Also schon ziemlich viele Sachen, die Einstellungen quasi. Ja, das ist die Ausgangsanzeige, die begleitet euch jeden Tag eigentlich und informiert euch, was los ist. Ansonsten habe ich hier oben natürlich HSBA und ich sehe mir einen Akkustand und natürlich Netzkapazität. Ganz kurz, wie wähle ich eigentlich? Wenn ich zum Beispiel jetzt mich anrufen wollen würde oder ich rufe jetzt mal jemanden an, dann gehe ich nicht ins Menü und suche nicht unter Kontakten meinen Namen, sondern ich gehe dann zum normal hier in der Ausgangsanzeige, weiß ich, okay, der heißt mit Vornamen Kamal, dann drücke ich einfach K-A-M-A-L. Sieht jetzt komisch aus, aber er hat wirklich Kamal sich entdeckt hier, oder Kamal hat gefunden. Da kann ich einmal runtergehen. Jetzt kann ich sagen, okay, direkt Handy anrufen oder einmal nach links oder rechts scrollen. Links oder rechts, vollkommen egal. Handy G sollte eigentlich stehen für zu Hause. Unser Exchange wurde hier noch falsch eingerichtet. Das ist aber nur jetzt beim Telefon so. Oder ich will Ihnen eine SMS schreiben. Oder E für, ich weiß nicht, wofür das steht. Wir können mal raufklicken. Und dann sehe ich auch schon alles. Zum Beispiel Kamal Veit und Rufnummer und Büro. E-Mail sehe ich hier zum Beispiel, Adresse, Geburtstag. Also die ganzen Möglichkeiten sind hier gegeben. Wir werfen später nochmal einen Blick zum Kontakt mehr und dann gucken wir uns genauer mal an, wie das dann auch nochmal aussieht. Ja, das ist so die Möglichkeiten einmal von Tasten, dass ich direkt aus dem Stegreif wählen kann. Ansonsten Tastensperre mache ich zum Beispiel so, indem ich das festhalte und dann habe ich es gesperrt. Entsperren natürlich genauso. Und Vibrationsalarm einfach wieder festhalten. Und dann springt er schon an. Vibrationsalarm, genau. Entsperren natürlich, deaktivieren wieder natürlich genauso. Ja, ansonsten habe ich noch Function über Kamera. Also ich drücke zum Beispiel Function Kamera und dann startet auch schon die Kamera, wie ihr jetzt seht. Super schnell. Da ist eine 2-Megapixel-Kamera drin. Die ist dann eigentlich für Business-Kunden. Das Telefon fokussiert sich auf Business-Kunden. Ganz gut gemacht, das sollte eigentlich ausreichen, wenn ihr nicht unbedingt Posters drucken wollt. Wir können aber auf jeden Fall mal ein Bild machen und machen natürlich auch dieses. Ihr könnt euch das dann online angucken und euch selber überzeugen dann davon. Von der Qualität unberührt natürlich. Ja, ansonsten habe ich wie gesagt meine Kontakte noch hier über diese sekundäre Taste hier. Dann finde ich alle meine Kontakte hier mit Bild, Name, Vorname. Ich kann zum Beispiel auf einen klicken und dann sehe ich hier, okay, das ist die Person. Oder auf den zweiten klicken und dann sehe ich hier, okay, das ist die Person. Und so weiter. Ich kann natürlich auch direkt hier suchen. Das bietet sich natürlich auch an. Zum Beispiel will ich jetzt nicht unbedingt nach mir wieder suchen, sondern nach Samir. Dann sage ich einfach nur S-A-M. Nein, S-A-M. Genau, da finde ich hier Samir. Und ich kann jetzt nicht mehr hoch und runter scrollen, weil das die einzige Möglichkeit ist, klar. Sondern sehe ich hier, okay, alle seine Daten, Verfügbarkeit. Ich schreibe jetzt eine Mail und gut ist. Also diese nahtlose Kommunikation ist euch gegeben, das ist ganz cool gemacht. Ja, wir gehen mal in
Home, hier drückt man die Home-Taste und starten Menü. Denn raufdrücken kann ich ja nicht. Ja, aufgebaut ist mein Menü sehr kritisch, finde ich. Nicht so gut. Es ist wirklich eine kleine Anzeige und dann ist da in jeder, es gibt insgesamt 2 Reihen immer und 4 Spalten. Also 8 Icons sehe ich immer. Bisschen zu groß. Man verliert schnell den Überblick, wo man wirklich am Top ist, wenn man jetzt keine Gewohnheit dafür entwickeln kann. Beginnt das alles mit Nachrichten. Ich gehe in Nachrichten rein, habe mein Outlook hier drin, was jetzt synchronisiert wird von meinem Exchange. Und natürlich SMS, MMS. Ich kann Menü drücken und neu aufmachen und er fragt mich SMS, MMS. So sieht das aus, mein Layout, so sieht meine Eingabemaske aus. Tippen tue ich natürlich hier mit Return und zurück und zurück. Dann habe ich noch einen Kalender, sehr wichtig für euch wahrscheinlich, wo ihr doch noch die ein oder andere Business-Anwender seid oder geschäftliche Anwender seid. Ich habe mehrere Ansichten. Alles startet so, dann kann man definieren mit der Monatsansicht, mit der Wochenansicht oder der Tagesordnung. So sieht es zum Beispiel alles aus. Und ist recht okay. Ich kann auf einmal raufklicken auf die ganze Woche und dann nochmal raufklicken und dann sehe ich eigentlich alles, was wichtig ist. Ansonsten haben wir die weiteren Funktionen auch direkt hier über Menüs zu gehen, auf ein Datum zu gehen. Ich kann einen neuen Termin machen, so sieht es dann alles aus. Ich habe individuelle Möglichkeiten. Also sehr, sehr. Einige von euch haben gefragt, welche Intervalle gibt es immer für Erinnerung und so sieht das dann alles aus, bei diesem Snap zum Beispiel. Also doch noch eine große Möglichkeit. Was Individuelles kann man nicht reinlegen. Das ist leider so. Ja, Return und ich gehe mal wieder fertig zurück und Return brauche ich jetzt nicht. Genau, ihr seht, ihr zum Beispiel einen Termin, der jetzt aufgebaut ist, deklariert worden ist, da sieht dann quasi so aus, dass ich dann an diesem Tag, wo was ist, so ein Dreieck hier unten habe. Dann weiß ich, ah ja, da war doch schon irgendwas. Ja, ihr habt gesehen, dass es vom Kalender her finde ich das okay, auch wenn die Anzeige relativ klein ist. Kontakte waren wir schon, haben wir uns gesehen, wie das alles ausschaut, listenbasiert. Ich kann auch noch alles umstellen, nach Vornamen, Nachnamen und sowas in der Art. Das ist alles gegeben. Ja, was mache ich hier? So. Ansonsten Einstellungen, die gesamtlichen Einstellungen, Telefoneinstellungen, brauche ich hier großartig nicht zu zeigen, sind nur einmalig für euch bedingt, aber wenn ihr irgendwelche individuellen Fragen habt, dann fragt ihr einfach. Multimedia ist so ein Bereich, wo man sagt, okay, der Business-Anwender macht auch schon davon was. Wie sieht es denn eigentlich aus? Ja, wir haben Alben ganz normal. Alben sind dann diese Bilder, die ihr dann deklariert. Also ihr könnt Fotos schießen und ein Album aufbauen. Ansonsten haben wir das eine und dasselbe nochmal hier unter Bilder und Videos. Ich habe den Hintergrund nicht so richtig verstanden. Jedenfalls will ich meine Bilder sind hier, Testbilder habe ich jetzt hier raufgepackt und ich klicke auf einen rauf und scrolle oder slide mit links und rechts. Das klappt relativ schnell und ich kann senden mit der Taste oder Menü öffnen mit der Taste. Ich kann zoomen, Bildschirmpräsentation starten und dann kann ich zum Beispiel sagen, hey, guck mal, da war ich. Ja, sowas in der Art zum Beispiel. Läuft relativ gut, solche Grundfunktionen sind gut enthalten. Ansonsten haben wir eine Kamera hier, die habe ich auch schon gezeigt. Wir machen mal eine kleine Testaufnahme. Vielleicht ist euch doch noch als Business-Anwender wichtig, wenn jemand ein Dokument fotografiert. Und zwar schießen wir das Bild einfach mit der mittleren Taste hier. Hat sich ziemlich komisch angehört. Das Bild, was wir jetzt geschossen haben, das könnt ihr dann unter www.bestboys.de euch angucken. Einen Link dazu findet ihr hier unten. Wenn ihr auf YouTube gerade guckt, findet ihr einen Link dazu hier unten. Ansonsten habe ich natürlich weitere Möglichkeiten. Ich kann optisch zoomen und natürlich ja, umstellen auf Video und sowas. Also diese Funktionen sind ja immer sehr, sehr groß und sehr, sehr viel umfangreich. Können die nicht immer so großartig zeigen. Videorekorder ist doch noch als Menü-Icon hier drin. Das ist dann hier zum Beispiel. Und als letztes haben wir hier im Bereich Multimedia. Windows Media. Windows Media ist dann der Player, wo eure Musik und eure Videos doch noch drin sind. Ja, wir klicken unter Musik und ordnen nach alle Titel oder alle Musikdateien, nicht nach Interpreten, nach Alben, wobei alles natürlich sichtbar ist. Und dann habe ich hier meine ganzen Tracks. Ich kann zum Beispiel jetzt auch einen nehmen, wir hören uns mal ganz kurz die Musikqualität an, obwohl ich weiß, dass es doch noch für euch nicht so relevant sein wird. Aber es ist doch was Seltsames hier drin und ich spiele das mal ab und sage dazu später was.
Ich kann komischerweise laut und leise hiermit machen, mit den Tasten, die ich euch jetzt vorenthalten habe, weil es relativ normal ist, logisch ist. Hier habe ich meine laut und leise Tasten. Kann damit laut und leise machen, kurz zum Aufbau. Ich habe hier ziemlich viele Platzverschwenderei, was Statusinformationen angeht, wo ich gerade bin. Dann sehe ich hier den Track, ich sehe hier so ein Album Art, Bewertungssterne und die ganz normale Steuerung. Ja, steuern kann ich mein Music Player mit dieser, mit diesem Trackpad hier oder Trackball hier wieder. Nicht nur laut und leise kann ich hiermit machen, sondern auch mit dem Cursor, wenn ich den nach oben bewege. Habt mal einen Blick hier rauf auf diesen Prozentanzeige. Dann bewegt er sich quasi nach der Höhe. Je höher ich mit dem Trackball gehe, umso ändert er sich natürlich in diese Richtung. Ja, wir machen das einmal Play, ihr hört euch die Qualität an und ich sag was dazu. Ja, wir haben uns ganz kurz das einmal angehört, wie das klingt. Einige von euch, die HTCs schon mal hatten oder die neue Generation von HTC haben, die wissen, wie schlecht eigentlich die Audioqualität ist, beim Desire zum Beispiel. Komischerweise ist sie hier richtig, richtig gut. Also die Klangqualität hört sich hier, die Höhen hören sich hier ganz gut an. Und die Bässe werden auch ganz gut umgesetzt. Insofern ist es was ganz Gutes eigentlich, wenn man das doch nicht als pures Business-Telefon ansieht. Dann ist das eine ganz gute Sache auch für Musik. Ja, neben Multimedia haben wir natürlich das Wichtige, natürlich Office Mobile. Ich habe hier Applikationen wie Excel, OneNote, PowerPoint, Word Mobile. Ihr könnt euch das alles nur angucken von anderen Videos, das ist ein bisschen umfangreich. Im Grunde ist das, sind das Programme, die ihr auch kennt, natürlich nicht so komplett 1:1 Desktop portiert, sondern ausreichend gerade mal, dass ihr in der Bahn sitzt und an anderen Sachen arbeitet. Das ist Windows. Ja, Internet Explorer, das ist der Internet Explorer an sich. Er lädt jetzt hier Spiegel an sich. Ich würde euch empfehlen, wenn euch das Handy oder wenn euch das Telefon, wenn euch das Smartphone jetzt so gut gefallen hat, dass ihr sagt, okay, das muss ich unbedingt haben, dann installiert Opera Mobile. Opera Mobile ist wesentlich besser als das, was hier installiert ist. Der verursacht ziemlich hohe Ladezeiten und ihr seht, erst jetzt zeigt er einigermaßen was an. Wir sind hier nicht über WLAN online, sondern über Mobilfunk und das über Vodafone. Das ist relativ schnell. Momentan das Schnellste, das Beste. Und ihr seht, das klappt relativ. Ich will es in anderen Worten nicht sagen, es ist aber scheiße irgendwie. Es ist wirklich von den Ladezyklen her, keiner wartet mir heutzutage so lange, bis auf wirklich die Seite komplett geladen ist. Und ja, ansonsten kann ich natürlich, wenn ich jetzt Gelegenheitssurfer bin, dann ist es okay, dann findet man sich quasi mit diesen Ladezeiten ab. Aber ansonsten, wenn ihr Vielsurfer seid und das Telefon hat ja HSPA, es ist sehr schnell, dann holt euch einen besseren Browser. Ich zeige euch den, der jetzt hier Abwerk drauf ist, sodass ihr mir glaubt, dass es so ist. Ja, ich kann natürlich keine Texte lesen, aber wenn ich einmal lesen will, dann drücke ich einmal rauf und dann sehe ich meine Texte auch ein bisschen besser, ein bisschen schärfer und ich kann auch scrollen und natürlich auf Artikel klicken, wenn es irgendwas ist. Also das grundlegende Internet ist nichts Besonderes, von daher raus hier. Der MSN Messenger ist ab Werk installiert. Den könnt ihr euch anmelden, wenn ihr bei Windows Live oder bei Hotmail seid. Aufgaben werden synchronisiert direkt von Outlook oder ihr könnt natürlich eure eigene anlegen, hier zum Beispiel, und Fristen setzen. Also von Organisation sind diese Windows Mobile Telefone sehr gut gestaffelt, sehr gut gemacht. Was aber Apps angeht und Performance angeht, sind die wirklich nicht so gut. Es sei denn, wenn ihr sagt, okay, ich brauche ein Windows Mobile Telefon, dann empfehle ich euch natürlich sowas hier. Das ist momentan für Windows Mobile momentan
ein echt cooles Telefon, nämlich das HTC Hard 2. Das ist auch was ganz, ganz anderes. Die Auflösung ist richtig cool. Dafür ist es aber auch so riesig. Ja, neben Spielemöglichkeiten haben wir hier noch Zubehör, Google Maps. Active Sync ist quasi das, womit ihr euer Server, womit ihr euer Microsoft Exchange synchronisiert. Das habe ich persönlich mit meinem gemacht jetzt. So fliegen meine Daten immer automatisch ein. Und unter Zubehör finde ich dann einen fest eingebauten PDF-Reader, Communication Manager, das ist dann, wo ihr alle Verbindungen verwaltet, Telefon, WLAN und sowas in der Art. GPS-Programme habe ich drauf, das nennt sich ein Copilot, ist aber kostenpflichtig. Eine Lizenz müsst ihr dann jeweils kaufen. Das ist im Grunde das HTC Snap, also ihr seht nichts großartig Besonderes. Die Grafik, das User Interface ist nicht so gut gelungen wie zum Beispiel was andere Telefone betrifft. Man konnte das ein bisschen besser machen. Es ist aber von der Usability her nicht so fein geschliffen. Unter diesen Menüpunkten Zubehör, Google Maps und ähnliches habe ich hier noch Inner Cycle. Inner Cycle zeige ich euch ganz kurz was. Inner Cycle ist zum Beispiel, wenn ihr wirklich viele E-Mails damit empfangt, und das werdet ihr wahrscheinlich dann ja bekommen, weil das ist ja ein Business-Telefon, dann kann man leicht durcheinander kommen, welche E-Mail doch wichtig war und alles nicht. Wenn ich jetzt sage, okay, Yvonne's E-Mail ist mir wichtig, Samir's E-Mail ist mir wichtig und Sascha's E-Mail ist mir wichtig und Gabriels E-Mail ist mir wichtig, dann hake ich die alle an, sag fertig, und diese E-Mails werden mir von diesen vier Personen ganz besonders nochmal angezeigt, ganz besonders nochmal gehighlightet und in einem Ordner angezeigt, wo ich die eigentlich nicht mehr verpassen kann. Das ist Inner Cycle, sowas ähnliches wie, keine Ahnung, der Vorgänger vom HTC Sense, wo man Kontakte bestimmt ja, ordnen kann. Darüber braucht man gar nicht so reden. 150 Apps, damit muss man gar nicht ankommen. Selbst die Community hat mehr Apps dafür geschrieben, die man jetzt nicht so im Marketplace findet. Ansonsten sind die Preise so teuer. Also von daher. Microsoft My Phone ist ganz cool, dass eure Daten werden eins zu eins auf dem Microsoft Server synchronisiert und da habt ihr dann alles nochmal gesichert. Ja, ich denke mal, das ist alles, was ihr wissen müsst über das HTC Snap, über das Maple. Maple ist der Codename für das Telefon. Vom Ding her ist es ein gutes Telefon. Es ist gut verarbeitet, es ist richtig gut gummiert, hat einige Edelstahlelemente, wirkt sehr edel, ist ziemlich laut. Doof ist natürlich diese Geschichten, diese proprietären Anschlüsse von HTC. Das hier zum Beispiel, wo man Kopfhörer und Aufladekabel in einem einstecken muss. Aber solange es mitgeliefert ist, finde ich es nicht schlimm. Ansonsten ist die Tastatur sehr, sehr gut. Die ist sehr groß gehalten im Vergleich zum Palm Pixie Plus hier zum Beispiel. Sieht man, was für ein Unterschied dabei ist. Wobei das auch ein Touchscreen-Telefon ist. Also kann man nicht vergleichen. Ansonsten liegt das gut in der Hand. Die Haptik ist ganz gut. Ich komme mit meinem Daumen überall ran, wenn ich mich ein bisschen flexibel bewege. Ansonsten vom Gewicht ist es auch okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kurz zu dem Telefon an sich noch. Das Telefon kostet 240 Euro. Einen Link dazu findet ihr hier unten im Informationsbar, wenn ihr auf YouTube seid. Ja, folgt uns auf Twitter. Abonniert uns natürlich, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns einen Kommentar da und sagt uns, was wir uns vielleicht besser machen können. Wir wollen uns verbessern natürlich für euch. Und wenn ihr Fragen habt, legt einfach los. Wir sind sehr gern für euch da. Und ansonsten sag ich und das ganze Team natürlich. Danke fürs Zuschauen.